Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo, bevor dieses Video an der Stelle losgeht, wollte ich euch noch ganz kurz was Wichtiges mitteilen, nämlich betreffend zu dieser Aufnahmesession, also wichtig für dieses Video. OBS hatte einen Fehler während dieser Aufnahme, beziehungsweise diesen zwei Aufnahmen. Was der Fehler ist... der Spielsound von Mario, der wurde nicht aufgenommen. Also, ja. Bei mir in OBS hatte ausgeschlagen, dass der Sound aufgenommen wurde. Es war nicht gemutet oder irgendwas in der Art, bevor ihr das denkt. Aber komischerweise wurde der Sound nicht aufgenommen. Und das ist uns erst am Ende der zweiten Folge, die wir aufgenommen haben, aufgefallen. Ich habe nachträglich zumindest aus den einzelnen Leveln die Hintergrundmusikstücke aufgenommen und dann mal so bei den einzelnen Leveln jetzt hier in den Hintergrund gepackt, dass ihr zumindest die Soundtracks habt. Aber beispielsweise, wenn unsere Charaktere springen oder beispielsweise ein Item benutzen, da wird der Sound fehlen, auch wenn wir irgendwie einen Gegner fertig machen. Dass ihr da die Soundeffekte nicht habt. Ich wollte nur, dass ihr diese Info habt. Das gilt für beide Parts. Also für diesen als auch für den anderen, den ihr noch sehen werdet, beziehungsweise schon gesehen habt. Diese Info nutze ich für beide Videos. Jetzt nichtsdestotrotz wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit dem Video und behaltet diese Info im Hinterkopf. Ich weiß übrigens nicht, woran es gelegen hat, dass der Sound nicht mit aufgenommen wurde. Ich habe es danach irgendwie gelöst bekommen. Aber sowohl ich und als auch Sunny waren während der Aufnahme, beziehungsweise als wir das geprüft hatten, sehr verwirrt. Also ja, viel Spaß mit dem Video, sage ich da einfach nur. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Wonders. Diesmal mit einem gesunden Sunny. Hallo. Ja, Sunny war ein bisschen krank bei der letzten Aufnahmesession, waren nur zwei Folgen, aber ich habe Grandioses geschafft, um seine Husterei herumzuschneiden. Ich habe noch nicht die Flaggen nachgeholt, kam ich noch nicht zu. Aber was wir heute machen, Verschnaufpause über den Wolken. Nach der letzten Session Verschnaufpause ist gar nicht mehr so schlecht. Eins der schönsten Kommentare unter der letzten Folge fand ich hier die Legende, Sunny wird irgendwann die Sprint-Taste finden. Das fand ich gut. Du hast irgendwas da oben eingesammelt. Ja. Nein, komm zurück! Da ist die letzte Münze. Komm her. Ach, nein! Ich hab sie verfehlt. Ich hab sie. Alles ist gut. Solange du wild bist. Hab ich ihn? Ich hab ihn, ja. Ja, ich häng noch da oben. Ja, das war wirklich easy. Wir haben hier sonst alle geholt, ne? Da muss ich die Flagge noch nachholen. So, Zeit, dass dieser Piranha verschwindet. Weg mit dir. Zack. Warte, weiche Plauschplattform. Oh, guck mal, sie haben Augen. Was? Oh, tatsächlich. So, was können diese Plattformen besonders? Ah, Gewicht, okay. Guck mal, die werden größer mit Gewicht. Und können auch runtersinken. Ich habe hier oben Münzen gefunden. Oh. Ach, man kann die Dinger auch vernichten? Nee. Oh, Spielzeug. Bitteschön. Angriff. Sunny, du hast die Kamera. Irgendwas will da raus. Ich glaube, diese Kugel muss dahin. Das kann sein. Ja. Wo war die erste? Die habe ich eingesammelt. Die war unterhalb von einem so ein Ding hier. Von einem von diesen Plattformen. Ah! Ja, schnell ja, senk da das Ding! Wir... Schnell senk es! Was wert? Worth it. Ja,
Ist offen. Glaub, du brauchst es, weißt ja. Ist da noch irgendwas? Nee. Okay. Du kannst da Wasser mitnehmen. Das mache ich. Nee. Würde ich nicht machen, außer du willst dich umbringen. Nein! Ach. Ich glaube, das Wasser hätte ich gebraucht. Und ich war Plattform definitiv, oder? Nee. Hä? Ah. Ah, okay, wir müssen die Gumbas fernhalten. Ja, genau so. Das sind nicht mal Gumbas. Wie machen wir das denn jetzt? Schnell umbringen und hüpfen. Boah, das war mal ein Kampf, hier hochzukommen. Ja, aber es ging. Lol! Was? Ich werd klein! Hilfe! Nein! Wir sind Blöcke! Ich weiß, was das Pappen ist! Oh, ja. Wir können die Dinger zerstampfen! Wie komme ich da rein? Ja, ich weiß wie. Okay, ich weiß es nicht. Ich wollte mich von dem Ding klein machen lassen. Ach, wir können die Dinger auch lenken! Ah. Ach, dann hätte man die Kugel da hinten lenken können. Aber wie lustig, dass wir einfach zu Blöcken werden. Das ist echt cool. Ah, Hilfe. Das liebe ich an dem Spiel. Jedes Level ist anders. Ja. Ach so, rechts rum. Ah, da lang. Okay, ich hab einen Teil dafür. Vorsicht, oder auch nicht. Opfer dich einfach. Passt schon. Wir verlieren ja eh kein Leben. Du Gierschlund. Ja. Ich finde einer, sie hat. Ja. Das Hochspringen ist halt ein super geiler Sticker. Ich finde das auch ehrlich gesagt praktischer als die Münze, weil du da schon höher kommst. Und der hustet immer noch. Den Huster lasse ich drin. Sie sollen merken, was sie letztes Mal verpasst haben. Der Gipfel ist fast erreicht, doch der letzte Detail des Weges ist auch der gefährlichste. Schau doch mal im Laden rein, um dich mit nötigen Vorräten zu versorgen. Ich glaube, wir haben. Ich denke nicht, dass wir das brauchen. Oder? Ich glaube auch, dass wir gerade so vielleicht genügend Leben haben. Gerade so. Gerade so. Na dann. Magi Cooper! Er treibt Unsinn! Ja. Oh. Spaß! Oh, ich hab Bock auf ein Schifflevel. Das stelle ich mir cool vor. Rein in die Olga. Let's go! Luftgaliere im Wölkchengebirge. Schwierigkeit 3. Und es gibt nur einen Samen. Hui. Abfahrt. Schifflevel sind immer toll. Ob das Feuer mich umbringt? Nö. Oh nein, das ist ein Scrolling-Level. Was haben wir denn hier? Ein Bonbon im Feuerwerksstil. Können wir die anzünden? Ja, wir können die anzünden, dann explodieren die. Tschu, tschu, tschu. Hochwerfen, hui!
Okay, das ist cool. Feuerwerk! Macht uns das Feuerwerk auch Schaden? Muss ausprobieren. Nee, ich will das, glaube ich, nicht rausfinden. Da ist die 10er-Münze. Hab sie. Sehr schön. Okay, wir brauchen wieder den Feuerwerkstyp. Wo ist er? Okay, die kommen da nur raus. Nein! Oh, verdammt. Ich habe meine Feuerblume verloren. Da drin, definitiv. Das musste ich ja, aufsprengen. Das war eigentlich. Das war obvious, weil man es aufsprengen musste. Das war sehr obvious. Oh, wir können uns kurz vom Scoring erholen. Scoring-Level sind immer so ein Krampf, ey. Du hast doch gerade eh nur einen Pilz. Willst du es mal ausprobieren, ob das dir auch Schaden macht? Kannst du ja dann ruhig den anderen Pilz gönnen. Nö, macht dir keinen Anscheinend Schaden. Anscheinend nicht, nö. Zur Not hättest du ja da einfach den Pilz genommen. Jo. Der ist ja keine Verschwendung. Ich hasse Scrolling Level. Ja! Wieder eine Feuerblume. Okay, wir brauchen die hier einmal kurz. Hans! Bitte sag, dass wir... Ich hab's mir gewünscht. Okay! Es wird auf uns geballert. Mach mal hier kaputt. Bravo, Bowser. Bowser schießt auf uns. Jo. Er zieht auf dich. Ich weiß, ich seh's. Ich glaube, er zieht auf den, der die Krone hat. Nee, abwechselnd. Nee. Komm, mach die anderen beiden auch noch kaputt. Kannst du auch die Kugelwilli-Türme kaputt machen? Ah. Ja, kann er. Ja, kann er. Ja, komm, hier, hier. Ja, ja, feini. Okay, er muss sie aufmachen. Hol. Sehr schön. Ah, das... Wonders ist echt cool gemacht. Oh, ich sehe jetzt, dass du gerade noch klein bist. Wo bin ich klein? Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Hallo. Der schießt Bob-Bombs. Hallo. Du machst das. Tschüss. Ah, okay, warte. Lass uns einmal von dem Teil töten. Wir müssen das Ding da hinschieben. Ah. Du willst uns verarschen. Ach, dann sterben wir halt beim Boss einmal kurz absichtlich. Weil da drin ist 100 pro die Münze. Frage ist, wo wir dann halt rauskommen, ne? Ob wir dann hier wieder rauskommen oder ob wir vorne wieder rauskommen. Wo eigentlich sollten wir ja am Checkpoint wieder. Ja, wir hatten gerade eben ja einen Checkpoint, also sollte ja alles klappen. Jo. Einfach eben kurz erstampfen lassen. Oh, da oben! Ah, oh, guck mal, da oben! Können wir das nicht jetzt noch schieben, theoretisch? Nee, das zweite müssen wir schieben. Doch. Schieb du, schieb schnell! Schnell schieben! Nein, ich bin tot! Hilf mir! Oder renn rein! Oh, wir haben es geschafft irgendwie. Für eine 10er Münze, ja. Das war es wert. Ja, totally worth it. So, und jetzt nicht sterben. Wir müssen, glaube ich, nur diesen Knopf drücken. Das ist immer so einfach. Ich krieg dich! Guten Appetit! Hab's. Mampf, 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 Mampf.
Das Schiff ist Geschichte. Und tschüss. An den Reparaturkosten beteiligen wir uns nicht. Nope. Ja, das Angriff, also zahlt er auch die Kosten. Das war ja schaurig. Von großen Höhen halte ich mich meist fern. Da fällt mir etwas ein. Es gibt ja ein Abzeichen des Ziels, einen Fall zu überstehen. Es wird irgendwo an diesem Berg verkauft. Wenn du ein neues Abzeichen erhältst, drücke R, um die alle anzusehen. Ja, ja, das wissen wir. Warte, was? Das erinnert dem Fall? Ich habe keine Ahnung. Warte, da laden. Fallen ohne Angst. Ja, führe ich das Fall nicht mehr in die Urkunde, sondern blühe auf mit dem Rettungssprungabzeichen. Okay. Wenn du in Abgründe, Lava oder giftiges Wasser springst, du einmal automatisch wieder raus. Das klingt echt nicht schlecht. Je nachdem, wenn man so ein Lava-Level haben oder so. Vor allem, wenn das so ein Scrolling-Lava-Level ist, würde ich das auf jeden Fall. Oh ja. Oh ja. Ich würde sonst so oft da reinfallen. Sam, nicht den Anschluss verlieren? Das war ja toll. Ihr lasst euch nicht einmal von einem fliegenden Schiff aufhalten. Wenn ihr es bisher geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesem Unruhestifter Bowser Jr. fertig. Der Weggipfel liegt direkt voraus. Wir könnten da eigentlich sogar schon rein. Ich glaube euch. Ich glaube an euch. Wenn der Weg zum Gipfel wieder frei ist, können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins Tal rufen. Na, lass aber die Level noch machen, oder? Nicht den Anschluss verlieren oder Countdown am Himmel. Ene, mene, miste. Countdown am Himmel. Okay. Dann Countdown am Himmel. Shining hat gesprochen. Probieren wir es einfach mal aus. Ich bezweifle, dass es wohl, vielleicht. Ich probiere es aus. Hoppa! Und man fliegt ordentlich weit wieder hoch. Ich wollte den Elefanten retten. Hä? Geht der Countdown da... Gehen die dann runter? Ach so, dann lassen die einen durchfallen. Oh, hier kommt man rein. Ich wollte es ausprobieren. Ich dachte mir schon, dass man den einen da rein kann. Jo. Übrigens, neue Piranha-Pflanzen mal. Ah! Guck, Gott. Der Rettungssprung hat dich gerettet. Man darf nur einmal draufspringen und dann geht das wieder hoch. Ich erreiche neue Höhen. Ich erreiche neue Höhen. Dieser Rettungssprung, das ist praktisch. Okay, wenn wir gleichzeitig draufspringen, dann wird auch nur ein Ding gewertet. Nee, die grüne Röhre. Ja. Okay. Ich muss jetzt irgendwie durchwerfen kriegen. Geschafft. Sehr schön. Timing kann ich ganz gut. Jo. Hä? Okay, ich hätte nicht erwartet, dass das funktioniert. Ich glaube, das müssen wir einmal auf Null bringen, damit es sich bewegt. Ja, jetzt bewegt es sich. Was hast du getan? Ich habe nichts getan, aber der Typ wollte wieder aufstehen. Ja. Ich habe ihn besiegt. Oh, was wollen wir haben? Pilze. Am liebsten eigentlich immer den Stern. Am liebsten immer den Pilz, habe ich gesehen. Da oben ist ein Freund. Du zerstörst unsere Lebensgrundlage. Wir brauchen Lakito. Was hast du getan? Wir brauchen Lakito, sonst kommen wir an das Ding nicht ran. Ah.
Okay. Armin! Kommst du echt nur mit Lakitu dran? Oh, freier Fall! Wow, das ist sogar wie bei alten Mario-Spielen, dass man den anderen ansteckt, wenn man ihn berührt. Ja. Wie haben wir den jetzt nicht getroffen? Okay, wir haben's. Warte, wo kommen wir raus? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Ah, hier. Ha, hab dich instant erwischt. Ich hab mein eigenes Gefährt. Hallo. Oder auch nicht. Ich darf nichts Schönes haben. Was? Ah, wir müssen da durchfallen. Das ist Option B. Option A wäre wieder Lakitu gewesen. Okay, damit sollte ich easy die Flagge holen können, wenn die jetzt hier ist. Nein! Warte! Jetzt! Ach, ich wollte, dass du auch die Flagge direkt mitbekommst. Ich hab dich aber leider nicht getroffen, du bist zu weit nach oben geschwebt. Ich muss ja irgendwie über der Flagge sein. Ja, ja, klar, klar, alles gut. So, was haben wir denn da noch für ein Bonuslevel? Das nehmen wir heute noch mit. Verschnaufpause, immer im Kreis. Och, das klingt ja lustig. Jo. Das Level ist sonst zu schwer. Okay, das meinten sie. Das war easy. Ja, aber das ist auch immer im Kreis. Sie haben es wirklich gemeint. Aber ich dachte nur die Dinger im Kreis, nicht wir. Na gut, das Level nehmen wir einfach beim nächsten Mal mit. Ja, und nächstes Mal heißt es dann, nicht den Anschluss verlieren, liebe Leute. Wie bei jeder Folge. Also hier sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.